beide Mannschaften sind mitten in der Saisonvorbereitung und kommen mehr oder weniger müde direkt aus dem anstrengenden Training. Darmstadts Trainer Gerd Kleppinger hat in den letzten beiden Tagen ein bisschen den Fuß vom Gas genommen. Als Klassenniedrigster will er natürlich eine gute Figur in diesem Hessen Cup abgeben. Zu Beginn der SVWen sofort im Vorwärtsgang. Foul von Cikal an Orahovac. Und dann führt Katic diesen Freistoß blitzschnell aus und das gibt die Chance für Laki Cevic. Aber Torhüter Dennis Fromm hat prächtig reagiert. Er heute im Tor, weil Rainer Adolf, die Nummer 1, verletzt ist. Hat er klasse gemacht, der junge Mann, zwischen den Pfosten. Der SV Darmstadt 98 spielte recht gut mit, hatte auch seine Möglichkeiten. Von Beginn an war er gewillt, hier auf keinen Fall nur das Kanonenfutter für den Zweitligisten zu geben. Rasch, gute Möglichkeit. Mit 27 Jahren gehört er zu den Routiniers bei den Darmstädter Lilien. Natürlich müssen sich beide Mannschaften erst finden vor dieser neuen Saison. Es dauert, bis man sich aufeinander einstellt, obgleich ja beide Mannschaften mit dem Trainer der letzten Saison weitermachen. Hock auf Seiten der Wehner und Kleppinger auf Seiten der Darmstädter. Der SVW, Darmstädter. Auf Nakas, Nakas, Orahovac und das ist die Führung nach einer knappen halben Stunde für den SVW. Orahovac kam vom Erzgebirge Aue nach Wehen. Und bei der Flanke von Nakas, prächtig im Übrigen getimt, kommt Marco Beetz, der Neue von Germania Oberroden, nicht an den Ball. Gut herausgespielt und viel zu viel Platz für Orahovac. Und der nutzt das auch noch aus. Christian Hock sah eine Begegnung zweier durch die Vorbereitung müder Mannschaften und dennoch wurde gekämpft, denn es geht natürlich um die Plätze in der Startformation bei Saisonbeginn. Und da kommt es dann auch schon mal zu solchen Szenen wie hier. Remmers und Madi geraten aneinander, da kommt auch noch Tom Eilers, der Teammanager des SV Darmstadt 98 dazu, aber letztendlich beruhigte sich alles wieder, man war sich einig, man will sich nicht verletzen, nicht wehtun, es dient ja einer guten Sache, dieser Hessen Cup und natürlich der Vorbereitung, aber da sind sie schon ganz schön ineinander gerammt. Der SV Darmstadt 98 zeigte keinen schlechten Spielaufbau. Über viele Stationen lief der Ball in den eigenen Reihen, aber es dauerte manchmal etwas lang, bis das Mittelfeld überbrückt werden konnte. In dieser Situation verpasst Eidelwein. Und dann war Halbzeit. Orahovac dachte vielleicht vor seinem geistigen Auge noch an sein Tor, das er zum 1:0 erzielt hat. Und die Darmstädter nahmen sich natürlich für die zweite Hälfte vor, hier den Ausgleich zu bewerkstelligen. Eine junge Darmstädter Mannschaft, blutjung ist sie ja, hat natürlich auch junge Fans. Es tut sich was. Umbruch beim SV Darmstadt 98. Die zweite Hälfte. Die Darmstädter machen früh zu und dicht und haben dann aber durchaus eine Möglichkeit. Pelowski. Auf Alvano Kröh und da hat er viel, viel Platz. Aber Thomas Richter wird zum ersten Mal in dieser Begegnung geprüft. Thomas Richter, der Torhüter des SVW, kämpft ja mit Alex Walke, dem Neuen vom SC Freiburg, um die Nummer 1 im Tor des SVW. Man spürte beiden Mannschaften an, dass sie durchaus müde in dieser Phase der Saisonvorbereitung sind. Trotzdem gewinnt ein gutes Spiel zu zeigen. Erwin Kuhn und Dennis Fromm. Erwin Kuhn, er kam ja aus Paderborn und er deutete nicht nur in dieser Szene an, dass er zu einer Verstärkung für den SVW werden kann und Dennis Fromm glänzt. Die Darmstädter hatten in der einen oder anderen Szene, so schien es,
richtig Angst vor der eigenen Courage. Bloß nicht zu nah an das Gegners Tor kommen. Bis dahin war es aber teilweise durchaus ansehnlich und Eidelwein verpasst in dieser Situation. Ecke Sascha Amstetter, er war lange verletzt in der letzten Saison, will jetzt unbedingt wieder in die erste Elf. Katic mit Direktabnahme hat den Ball da nicht richtig getroffen, sonst wäre sicherlich mehr bei rausgekommen. Noch einmal zu sehen, er hatte viel Platz, entschließt sich zur Direktabnahme, aber trifft nicht richtig und deshalb auch kein Problem für Dennis Vogt. Mir gefielen die Lilien eigentlich recht gut. Sie spielten durchaus ansehnlich mit und hatten immer wieder ihre Möglichkeiten. Aber auch in dieser Situation verpassen sie vor dem Tor. Da müssen sie in der Tat noch etwas tun. Beim SVW schien es so, als spielten gerade die Neuen schon recht gut zusammen. Das ist Ora Hovac auf Erwin Kuhn, zwei Neue und hier kommt der dritte Neue, Lakicevic. Die beste Möglichkeit bis zu diesem Zeitpunkt für den SVW in der zweiten Hälfte. Die Neuen harmonierten schon richtig gut, Erwin Kuhn aus Paderborn gekommen auf Lakicevic. Von Bayer Leverkusen nach Wien gewechselt. Es war zwar aufgrund der Müdigkeit beider Mannschaften kein schnelles Spiel, kein packendes, kein zwingendes Spiel, aber sie waren schon motiviert, beide Mannschaften. Sieht man hier an dieser Szene, übermotiviert möchte ich beinahe sagen, Sascha Amstetter mit einem Foulspiel gegen Cikal, dafür gab es zu Recht die gelbe Karte, aber da spürte man, mit welchem Eifer Sascha Amstetter um die Rückkehr in die erste Elf kämpft. Madi und der SVW hat noch diese Möglichkeit durch Lakicevic, aber der sichere und gute Torhüter Dennis Fromm, das hat sicherlich auch Gerd Klettinger gesehen, pariert. Die Zeit lief jetzt dem SV Darmstadt 98 ein wenig weg, es wurde ja nur zweimal 30 Minuten gespielt bei diesem Turnier. Und hier bekommen die Darmstädter noch einen Freistoß zugesprochen. Und das ist natürlich eine ganz heikle Sache. Ganz nah vor das Gegners Tor. Und viele, viele Darmstädter gehen jetzt mit nach vorne. Vielleicht klappt es ja noch mit dem Ausgleich. Dann würde es sofort Elfmeterschießen geben. Freistoß für die Darmstädter. Glasner ist da. Chance vertan. Und das war sie. Die letzte Möglichkeit für den SV Darmstadt 98. Es gab viele, viele Verwicklungen um Glasner. Jetzt bleibt er erstmal doch in Darmstadt. Warten wir es ab, was da noch Neues auf die Darmstädter zukommt. Aber es bleibt dabei. WM schlägt Darmstadt mit 1:0. Und es wurde viel diskutiert danach. Auch über diesen Hessen-Cup an sich natürlich. Zunächst einmal ein Satz zu diesem Turnier aus eurer Sicht. Was sagt ihr das, dass hier die Mannschaften FSV, Aufsteiger in die zweite Liga, OFC und die Wehner hier gekommen sind? Ja, das ist eine ganz tolle Angelegenheit und dass die Trupps hier uns unterstützen, ist ja eigentlich bis auf die Eintracht Frankfurt die Creme de la Creme hier in Südhessen. Und von daher nochmal herzlichen Dank auch an die Vereine, dass sie uns hier helfen.